Hallo Leute, willkommen zur aktuellsten Folge auf YouTube von World of Warplanes. Es ist verrückt, ich wollte mir ja diesen Level 4 Fighter kaufen. Und es ist nicht etwa so, dass ich die Aufnahme davon völlig verkackt hatte. Nein, es ist so, dass mir dieser Weihnachtsmann hier auf dem Flugzeug reitet, mir diesen Level 4 hier einfach so mit ein bisschen Erfahrungspunkten in den Hangar gestellt hat. Wow, wirklich? Ja, wirklich. Das ist ja total ungewöhnlich. Ja, es ist unglaublich. Scheiße, es ist geil. Ja. Fuck. Luftwolf, bist du bereit? Kommando Luftwolf. Fuck. Scheiße. Fuck, ja, ich bin bereit, Mann. Fuck. Geil. Fuck, geil, Alter. Der Helikopter. Na, Level 6 immerhin. Lol. Ja gut, das verstehe ich nicht. Ich finde, da sollten sie dich lieber länger in der Warteschlange lassen, anstelle, dass sie dich halt irgendwie da chronisch in das falsche Ding einordnen. Ja. Guck mal, aber wenn du jetzt guckst, da sind schon deutlich mehr Rotten unterwegs, ne? Ja. Und auch mal eine Dreierrotte. Ratte! Ratte! Lass mich aus, Ratten! Also die Gegner. Natürlich. Oh, hier gibt es einen ziemlich coolen Canyon, ne? Ja? Ey, auf der linken Seite läuft er von unten nach oben durch. Ich nenne ihn Rote Route 1. Ich begebe mich jetzt mit Highspeed an den Ausgang von Rote Route 1, weil ich schätze, dass dort jemand, der sich selbst Blauer November nennt, rauskommt. So, das, wo ich jetzt reinfliege, ja, das ist der Ausgang von Rote Route 1. Die nee, beiden. Ja, eine weiße Route aus, aber. Siehst du dieses Dings da vorne, diese Unterführung? Ja. Das nennt sich Thors Zwillinge. Alter, du willst einen Kackspacken, hast du dir wieder Jagd vom Roten Oktober angeguckt, oder was? Nicht innerhalb der letzten zwei Monate. Echt? Ja? Schluss. Ich weiß nicht, was los ist, keine Ahnung. Kann ich nicht aber auch durch Thors Zwillinge durchfliegen? Doch, mach ich auch. Aber wenn du in Rote Route 1 drin bist, musst du dich exakt und sehr präzise bitte an die Vorgaben halten, okay? Nicht nach rechts und nach links abweichen am besten. Ja. Achtung, die werfen manchmal so Nahbojen ab. Echt, ey. Also, müssen wir dazu sagen, nach dem haben wir noch so lange hier mit dabei, bis Silent Hunter online raus ist. Bis Silent Hunter online draußen ist. Alter, aber der klingt ja schon genial zum Black Dive. Braucht jetzt kein Schwein rein, das sieht schon ja echt nicht. Ja, das ist Rote Route 1. Das ist Rote Route 1. Komm, wir werfen beide die Bomben auf das Hauptquartier von denen, dann ist das Hauptquartier im Arsch. Aber das ist ein Flugzeugträger, ne? Der hält echt jede Menge aus. Der braucht schon eine ordentliche Ladung. Da braucht schon einen ordentlichen Zünder, ja. So eine 1,40 Meter Schlange ist da Minimum, also. Und sieht, dass du da schneller raus. Was? Und sieh zu, dass du aus der Suppe schnell wieder rauskommst oder dass du so lange wie möglich im Tiefflug bleibst, weil die Kanonenboote drumherum, die zerfetzen sich schon echt derbe. Also. Ja, meine Motor boostet die jetzt mal nicht ein, oder? Ich muss da wahrscheinlich schon relativ stark wieder aufsteigen, ne? Alter, 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 das Flakfeuer zerfetzt mich einfach. Bam. Hast du beide Waffen abgeworfen, das fuck Ding, oder? Ja. Oh Mann, fuck, 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 ich hab verpasst. Oh Mann. Lol. Egal, jetzt haben wir schon viel zerstört. Wieso hast du minus 1 bekommen? Ja, weil die haben die oder so. Schade. Ja. Aber die ist angesprochen, oder? Ja? Das ist ein Angriffsmanöver, wa? Ja. Und genauso kannst du auch, wenn du von unten startest, nach Norden ausbrechen und durch die Rote Route 1. Ich verstehe. Bist du tot? Ich bin tot, ja. Ich wurde vom Flakfeuer von den drei, von den vier Flugzeugen da, von vier Zerstörern zerfetzt. Ja, das Level 2 Flug? Gerne. Respektive Level 3 bei mir. Ich fliege dann meinen
meine hier California Roll. Ich bin unterwegs in einer Mitsubishi A5M. Das ist der Vorläufer von der SIG, von der Zero. Und das ist ein Knickflügelflugzeug von den Japanern, welches sich vor allen Dingen durch große Wendigkeit auszeichnet. Ich habe auch ein Level 3 genommen, Mann. F3F, schön. Wofür fliegst du dir jetzt noch weiter? Ja, einfach weil ich kann. Ah, okay. Es soll ja auch Spaß machen. Doing it for the ladies. Okay, ich probiere jetzt eine Höhe zu gewinnen und mein Kurs geht genau nach hier. Ich will einfach über das Getümmel im Hafenbecken kommen und will dann einfach nach unten stürzen, mir einholen. Die anderen haben auch kaum schwere Jäger, wenn das schon klappt. Dran denken, die Bomben würde ich eher als Selbstverteidigungswaffe verwenden, anstelle die auf irgendwelche Ziele zu bolzen, weil einen Aircraft Kill gibt es halt deutlich mehr. Ja. Okay. Felix, Schlachtflugzeug ausgemacht. Willst du dich auf Schlachtflugzeug oder ja. auf den Jäger? Nee, Schlachtflugzeug. Höhe halten und durchbrechen, würde ich sagen, ja? Es sei denn, irgendwelche Banditen versuchen. Nee, Schlachtflugzeug ist halt sackschnell, ne? Schlachtschiff, ja. Schlachtflugzeug. Es wird halt schon behakt, gerade sehe ich gerade. Ich bin auch behakt. Okay, alles klar, ich drehe mich um, versuche dir zu helfen. Bin hinter dich gekommen, aber ich sehe niemanden hinter dir. Ich fange den Abfangjäger vom Schlachtflugzeug ab. Macht dann klar zu der Wichser. Nicht mit meinen Worten und Schrecken in meinem Spruch, ne? Achtung, ich hab Gesellschaft mit Gesellschaft gegeben, die Flug. Ich auch. Bomben können in diesem Winkel nicht abgeworfen werden. So, um hin zu schälen. Sturzwinkel zu groß. Bombenkrieg. Scheiße, ist ein zu weit. Behaki. Okay, ich fahre die Klappen aus und gehe auf Gegenschub, also in Nullschub. Ich habe ihn momentan schon runtergeboxt. Na, er hat nicht. Unser Hauptquartier wurde zerstört. Na, schade, einen Killer bekommen. Ich hoffe, den elenden Kamikaze-Fucker. Scheiße. Weißt du, was der ist? Nix kann der. Ich hab ihn gerecht. Hammer, perfekt. Ziel getroffen! Bravo, bravo. Oh, hey, das ist ein Problem. Ich hab ihn schon. Stoßwinkel zu groß! Der Landvogt. Ziel getroffen. Schieß ist der Treffer. Na, schade. Ja, ich hab den Schuss. Okay. Das ist es. So. Wann hast du die Bomben abgeworfen? Zwischendrin, weil ich hab gedacht, ich würde mit dem Schlachtflugzeug erreichen, weil sie tiefer hoch war. Verstehe.
Feindliches gegnerisches Flugzeug. Spielplatz diesmal. Ziel getroffen. Klack, 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 klack. Ey, der Kack da, die haben gewonnen. Ich fand's nur noch eine Sache, fände ich nur noch schöner, und zwar, wenn man begrenzte Munition hätte. Ja. Aber, Dann müssen sie die HP wahrscheinlich wieder runterdrehen. Zum einen und zum zweiten Mal haben sie es auch schon gut gemacht mit dem Überhitzen, also kann man auch nicht meckern, eigentlich. Okay, Level 5 Flug. Halt Level 4. Ja. Okay. Boah, ich hab so Bock auf die Corsair, ey. Oh, die Corsair ist einfach geil, ey. Oh, sie ist so richtig geil. Ja. Boah, sie ist so richtig gut. Sie ist übertrieben gut. So. Ah, ich würde gerne über die Rollbahn schieben. So. Und dann richtig in die Luft. Und wir Level 7 dabei. Und dann würde ich gerne mit der Corsair so richtig auf der Luft gehen. Ah. Spitfire 9 ist schon klar. Mit dem richtig dicken, schönen, dicken Motor will ich gerne überall reinfliegen. So. Sonst so? Ich gehe in Tiefflug. Scheiß dir am anderen. Ich muss verrückt sein, ich mach's. Ja. Ich stürze mich jetzt wie ein Hörer. Gefängnisinsasse auf eine Kurzhaarige, auf den auf den Fluss da unten. Dann. Und dann geht's ab über diese kurze Landpassage, da bretter ich einfach drüber, die man da mit der Stadt auf 11 Uhr, 50 Uhr sieht. Und da bretter ich einfach drüber und dann geht's rüber zum gegnerischen Hauptquartier und dann räume ich das Scheißfeld von hinten auf. Kommando Luftwolf. Kommando Nachtwolf. Nachtwolf, ja. Kommando Wolf, Alt. Halbwolf. Bärnacht. Die Wehrnacht. Schlusswinkel zu groß. Oh, hey, das ist echt ziemlich beschaulich, ne? Und ist grafisch auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Finde ich. Also, kann man sich das Ganze echt angucken, so von der Szenerie her. Gibt's nichts, da kann man mal reinlunzen, also. Huh? Wie viel kmh fliegst du? 422 und du? Ja, 330. Ja, der ganze Himmel ist voll mit Banditen, der ganze Himmel ist voll damit. Ja, auch voll der Suppe, ne? Ja. Die Tiefe ist schon anstrengend, ne? Finde ich auch, aber mit E, mit den Klappen kannst du sehr gut gegenkorrigieren. Wenn du Klappen? Geschwind... Was für Klappen? E? Wenn du auf E drückst, fährst du die Landeklappen aus. Ach, da auf E oder auf S? Nee. Und die Landeklappen sind auch immer gut, um zum Beispiel sehr, sehr schnell sehr viel Geschwindigkeit rauszunehmen. Drückst du auf S, um Nullschub zu haben, und E, um die Landeklappen auszufahren. Die Landeklappen geben dir außerdem ein bisschen Höhe, das bedeutet, du kannst die Schnauze nach unten senken. Und weil die Schnauze nach unten gesenkt ist und du trotzdem eine Höhe gewinnst durch die Landeklappen, kannst du Bodenziele besser angreifen. Ich entlade meine Ladung aufs Hauptquartier, Bauken sind raus. Okay, du müsstest es jetzt. Oh nee, Alter, das ist bei 300%, ey, what the fuck. Keine Bomben zum Abwerfen. Boah, ich muss sofort mit dem Tiefflug, ich bin bei 58 AP. Das hier habe ich jetzt wenigstens mal getroffen. Ja, super, aber jetzt hast du nur auf 50%, ne? Hä? Ah, ist sauber, irgendwie einer hat zerstört. Warst du das? Nee, schade. Alter, ich muss hier dringend raus, ey, ich flieg den gleichen Weg wieder zurück. Ich probier dann irgendwie in die Luftschacht in der Mitte einzugreifen. Hochsteigen kannst du dann vergessen, also schaffe ich nicht. Jetzt schon hochsteigen. Okay. Dann bin ich eh, glaube ich, voll überlegen in der Luftschlacht. Ja, gut so, gut so. Oder wie man damals gesagt hätte, rechts so, rechts so. So, komm schon. So,
Solltest du für ein Himmelfahrtskommando durchfliegen und deine Bomben abwerfen. Oh. Oh nein, der Radar! Der Radar und dann! Unsere Flak sind ungenauer. Scheiße. Oh, fuck, hier ist er denn dran? Ja. Oh, fuck, ey. Ich bin dran, Marcus. Richtig. Nachricht, Mann. Ah, Bruder. Wait, what? Und vor allen Dingen führt sie letztlich zur Corsair, die, wenn ich mal sagen darf, einfach nur zuckergeil ist, ey. Gott, sie ist auch nicht, weißt du, wie so eine billige kleine Schlampe, sondern sie ist einfach so eine. Oh, die Corsair ist so eine richtig schöne, rassige, weißt du, mit Kurven, weißt du, sowas wie. Weißt du, wie wenn Stiflers Mom noch ein bisschen geiler wäre. Dann. Und wenn sie Knick in ihren Beinen hätten? Hat sie doch. Wenn sie Knie. Nee, ich meine so seitliche Knicke. Ja, stimmt, das wäre ein bisschen auch gar nicht weird oder so. Oh, wenn, Mann, Mann. Wenn aus den Unterschenkeln 3 MGs gucken würden. Ah. Okay, insgesamt eine relativ seltsame Vorstellung, aber du weißt, glaube ich, was ich damit andeuten wollte. Ich glaube, niemand weiß, was du damit andeuten wolltest. Green Killer. Spack, oder? Falls es jemand noch nicht gemerkt hat. Gut gemacht, wir werden gewinnen. Great Killer. Über den Wald. Hat es immerhin geschafft, sich 15 Kills zu farmen, also. Alter, 15 Mondkills halt, ne? Ja. Was ist das für ein Flugzeug? Das ist die Weiterentwicklung von meinem Schlachtflugzeug. Toll. Great Killer. Il 8. Wir haben gewonnen. So, jetzt hole ich mir erstmal direkt das bessere MG, Mann. Das MG. Oh, und das rockt bei der Buffalo echt. Halt erstmal die erste Verbesserung, ne? Alter, das rockt echt mal ohne Scheiß. Die zweite Verbesserung habe ich noch nicht. Ja. Das kostet aber auch. Ich bin überlegen, ob ich mir die nichts größeren Bomben mal holen sollen für die Dings. Ich glaube, ich werde ja noch eine Zeit lang fliegen müssen. Das ist denn die. Ja, 32.000 aktuell. Ja, scheiß drauf, dann hole ich mir das jetzt, glaube ich. Ja, mit ein paar mehr Bomben. Da geht schon einiges. Okay. So, ich stocke jetzt offen 2x100 Pfund. Folge beenden, Markus. Nein, warte kurz. Von 2x100 Pfund gehe ich jetzt hoch auf 2x250 Pfund. Und dann werden wir mal gucken, ob die Aktion durch die rote Route 1 oder die braune Route 1 nochmal so schief geht. Okay, dann Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.